Ja, du wirst immer leiser. Ja, jetzt bist du wieder normal. Interessant, ja. Ist gerade, also. Weiß nicht, wie viel man gerade in OBS noch gehört hat, aber scheinbar ist irgendwie hier. Wackelkontakt mit dem Mikrofon, das wäre mies. Könnt ihr. Richtig mies. Ihr deine Hilfe gebrauchen. Was fängst du den Kampf an hier in der Mitte in der Quest, Alter? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Laber mir nicht dazwischen, du Wichser von Solek, Alter. Ich will eine Anmoderation machen und die Scheiße labert dazwischen. Der Dennis ist auch mit dabei. Ich vergesse oft, dass sie es nicht ist. Ja, ich freue mich natürlich auch dabei zu sein. Und Solek hält immer noch nicht sein Scheißmaul, das ist ja nicht zu fassen. Genau. So. Aber wieder eine. Was hast du gefunden? Wieder eine Premium-Antwort. Ey, jetzt sei doch mal ruhig, mein Gott. Premium-Antwort. Digga. Ja. Neue Folge, neues Glück. Weiter neue geht's. Neue Folge, neues Glück. Gucken wir mal in die Queste Rino-Liste, Rino. So, ja. Junge, die Blumen leuchten, wenn man da durchläuft. Ist das heftig. Ja. Genau, wir hatten in der letzten Folge gesagt, wir wollen erstmal hier diese 9er-Mission machen, weil Level 11 ist ein bisschen hoch gerade noch hier. Technische Unterstützung wollen wir machen. Das verfolgen wir mal. Du kannst auch schon mal schauen, dass du sie bei dir aktivierst in der Höhenprärie. Hab ich gerade. Oh, sogar Stufe 9. Dann rufe ich mal meinen. Ja, genau. Rufen wir mal unser Flugtaxi Rino und dann. Unser Flug-Uber. Genau. Dann schauen wir doch mal. Ach, da hinten irgendwo soll das sein. Los, Fury! Okay, da oben haben wir wieder so eine Station rechts. Die können wir auch gleich mal auf den Weg mitnehmen, oder? Hier? Ja, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen. Wie bitte? Da oben, diese Station, lass die erstmal noch plätten. Ach, da, ja, okay. Machen wir. Hast du ja Licht gesetzt? Ja, liegt da auf dem Weg. Komisch, kein Hubschrauber hier. Aber schrei es nicht, nicht dass er noch kommt. Ja, das kann natürlich sein. Sieht aber nicht so aus. Ja, kriegst du hin, war. Boah, ich stieg's mal an. So, wo war denn das? Ach, da. Mit dem Ciderino und dann wird es erledige Rinot. Wo bin ich denn? Da bin ich. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Wie muss ich hier lang? Blablabla. Dann brauche ich den Schlüssel. Dann muss ich da lang, da lang, da lang. Da komme ich nicht durch. Okay, jetzt habe ich. Ah, verstehe. So. Geknackt. Und tschüss. Hast du schon abgeschossen? Ja. Digga. Ich war noch drauf, Alter. wo müssen wir denn jetzt hin? Da. Ah ja. Gesundheit! Danke! Jetzt. Alter, was ist denn so, das? So, mache den Bergungsort ausfindig, den Priya sucht. Der Sess versagte, zerschmetterte Brücke. Okay, na gut, erstmal den Bergungsort ausfindig machen. Halt. Guck mal, hier ist aber noch irgendwas. Ist das schon eingenommen? Ja, genau. Das war. Da hatten wir richtig Spaß gehabt auf der Anlage, glaube ich, vor ein paar Folgen, ne? Ja. Genau, mit okay, dem hohen Turm, wo wir so hoch. Oh, warte mal, da ist irgendwas. Naja, eine Pflanze halt, ne? Ja. Hier? Ja, hab sie gefunden. Gut. Hallo, lande doch mal! Ach, da. Als ob dann hier so Pflanzen spawnen. Gesundhaft dauerhaft gesteigert. Gesundhaft. Mann, heb doch nicht ab! Wo ist denn meiner? Hey, ist Gesundhaft Dauerheit.
Aber hier wird mir noch so einer angezeigt, ne? Ja, mir auch. Irgendwo oben, oder? Digga, wo hat meiner geparkt, Alter? Da. Mann, bist du zu unfähig, darüber zu fliegen, oder was? Hä, wo ist das denn bitte? Ja, ja. Oh, es wird mir auf. Hey, aber wenn man jetzt hier drin ist, wird es nicht mehr angezeigt. Okay, jetzt mal. Ist es weg plötzlich. Na gut, dann fliegen wir mal. Doch, jetzt ist wieder da. Ja, ja. Hä, hey, aber. Ah, hier, hab's gefunden. Komm zu mir. Toll. Ja, ist direkt unter mir. Der Typ zeigt mir das. Also, diese Anzeige ist mega merkwürdig. Ja, wieder wahrscheinlich Gesundheitsdauer. Ja. Oh, hier ist eine Höhle. Gibt's hier irgendwas drin? Toll. Haben wir jetzt schon mal in der Höhle? Ne, da ist auf jeden Fall irgendwas. Ja. Ich geh mal gucken. Ich würde sagen, dafür ist Zeit. Ja. Oder waren wir doch schon mal drin? Keine Ahnung. Nee, warte mal, das ist ja hinter einem Wasserfall. Ja, okay, gut, ist nur ein Tunnel. Aber. Aber hier ist eine. Doch, da sind auch wieder so zwei so eine Pflanzen. Oh. Nee, das sind andere, oder? Ja, ja. Das sind diese Heilpflanzen. Genau, hab ich. Oh, schade. Okay, na dann. Hab ich alles voll, kann ich nicht mehr aufnehmen. Ja, ich auch nicht. Warum parkst du da hinten, du? Du kriegst von mir eine schlechte Bewertung. Keine gute Bewertung für den Uber-Fliegerino. Oh shit, hier direkt Gegner oder was? Hey, wo? Jetzt fliege ich gerade schon weiter. Ja, hier so ein. Ja, aber die geben mir meistens Essen. Oh ja, es sind aber ein paar. So. Ja, oh Digga, was haben die eigentlich für Leben? Oh, du hast gerade ganz schön. Mir wird hier schon wieder irgendwas angezeigt. Wieder oben drauf. Tatsache. Hier oben drauf ist wieder so eine Pflanze. Ja, dann warte mal bitte so, da. Zeitdauer hat gesteigert. Ja, ich bleib hier kurz. Das ist erstmal ganz kurz hier. Der ist natürlich wieder abgehauen hier. Nice. Dein Günther? Digga, was steigt der ab, Alter? Ah, jetzt. Oh, warte, jetzt habe ich den noch gefunden, Alter. Glaubt der Typ mit seinen 20 Leben noch hier davon zu kommen, oder was? Kein Kuru. Ist der jetzt? Muss mir das näher ansehen. Jetzt ist er wieder weg. Digga, ich. Passt gerade übel aus hier, der sieht. Lass ich doch jetzt hier nicht davon kommen, den Wichser. Da, ich höre ihn doch. Da ist der Typ. Flasherino, Alter. Kletter! Noch eins ohne Kuru. Ich muss das untersuchen. Oh, jetzt aber. Los, Fluff! Oh, Junge, ey. Na, ja. Noch mehr von den Viechern. Naja, Digga. Da oben sind wieder unsere Lieblings. Ich bleib nach wie vor hier. Da, du bist vorbeigeflogen. Vorbeigepaced.
vorbeigefäst. So. Sind hier welche? Nö. Doch, ich höre aber einen Helikopter. Bis dann. Ich kann hier nichts durchsuchen, also alles voll. Hä, du bist von mir auf einmal ultra leise. My best? Ah, da hinten sind welche. Hilfe, bist du zufällig bei mir? Hilfe! Ja, du wirst immer leiser. Oh. Hä? Ja, jetzt bist du wieder normal. Interessant, ja. Ist gerade, also. Weiß nicht, wie viel man gerade in OBS noch gehört hat, aber scheinbar ist irgendwie hier. Der Kontakt haben wir Mikrofon, das wäre mies. Könnt ihr richtig mies. Hier deine Hilfe gebrauchen. Was fängst du den Kampf an hier in der Mitte in der Quest, Alter? Ja, ich guck mal. Bist du denn überhaupt? Bist du zu Fuß los oder wie? Ja. Wieso? Ja, die waren ja hier gleich in der Nähe. Ich hab da schnell den Heli und dann. Aber jetzt sind die hier von. Ich verstehe nicht, was du machst. Ja, jetzt habe ich die aber alle alleine wegrasiert hier, weil du so unfähig warst. Hä, die sind doch alle noch in der Luft. Nein, hier stand einer auf dem Boden. Ja, Digga, auf dem Boden, selbst schuld, wenn du angreifst, Alter. Die drei da oben, die drei da oben sind doch unverändert. Was dieser Koreisch macht. Ja gut, ne? Aber die drei in der Luft können wir auch gerne mal platt machen. Aber erstmal will ich hier. So, wen haben wir denn hier? Ah ja, finde heraus, warum Taylan beim Versorgungslager ist. Achso.
Und hier gibt es ein paar Kisterinos. Ja, deswegen komme ich mal zu dir. Was haben wir da? Ein Armschutz-Mod. Hm, okay, cool. Das sieht doch ganz in Ordnung aus, halt. Ganz in Ordnung, halt. Halt, stopp! Ist das hier ein Herstellungstisch? So, dann muss ich schon hier. Warte mal. Boah, was kann ich jetzt hier machen? Das ist. Ja, das mit diesen Herstellungen habe ich auch noch nicht so ganz. Ja, gut. Und hey, ich experimentiere hier nur ein bisschen rum. Was denn jetzt? Repariere. Zeugs. Okay, das wollte niemand mega verbuggt sein. Was machst du hier? Priya bat mich zu checken, ob noch etwas funktioniert. Warum bist du alleine hier? Es ist nicht sicher. Denkst du, macht es vielleicht Sinn, dass wir mehr mit ihnen reden? Nicht mit den Thanatoren. Die RDA meine ich natürlich. So viele werden verletzt. Was, wenn wir... Sprichst du mit jemandem? Oh, nein. Ich experimentiere nur rum. Sie müssen uns geortet haben. Wir müssen weg hier. Das kann doch nicht sein. Warum sollten Sie sowas tun? Ich kann nichts hier lassen. Vielleicht wollen Sie gar nicht kämpfen, sondern einfach nur mal schauen. Wir könnten Sie hiermit vertreiben. Die funktionieren. Ich lasse nichts hier. Mhm. Das Rezept erlernt, ein schwerer Blitz. Wir haben den schweren Blitzbogen. Ah, siehst du, ich habe einen Brustschutz-Mod bekommen. Ja, ja, ich auch, aber wir haben jetzt einen schnellen Blitzbogen bekommen, hast du gesehen. Ja, aber wo hast du denn das mit dem RDA-Mod? Ein schneller Blitzbogen, Tatsache. Unser schwerer Kraftschutzbogen hat 50 Schaden und er hat 110 Schaden. Huhu! Ausrüsten. Ausfahren. Damit sind wir schon Level 10. Achso, ja, der Brust. Du wirst schon wieder leiser. Hä? Was ist mit meinem Mikrofon? Mach kurz. So. Ah, da ist er wieder. Ha. Spinnt heute irgendwie das Gerät. Weiß ich nicht warum. Ich hoffe wirklich nicht, dass es irgendwie am Headset liegt. Aber ich wackel hier gerade am Kabel. Passiert gar nichts. Irgendwie. Hä, aber wo hast du denn diesen anderen da bekommen? Ist das merkwürdig. Ich suche auch gerade, was ich. Was habe ich denn. Nee, das war für einen Kopf. Du warst doch die Kiste, du hast nicht diesen Brustschutz bekommen, du hast das andere bekommen. Kopfschutz. Ja, also wenn ich Pech habe, gibt gerade irgendeins meiner Mikrofon-Equipments hier den Geist auf, also...
Jetzt Alter. Geht es erstmal wieder, aber weiß ich jetzt nicht wie lang. Ich habe gerade gesehen in meinem Inventar, ich habe einen schweren Blitzbogen. Hier war das hier Armschutz? Digga, das Teil macht einfach 110 Damage. Ah ja, es war Armschutz. Das ist heftig. Wow. Okay. Ich hatte einen Armschutz bekommen. Ja, genau. Siehst du, du hattest was anderes. Ich habe irgendwann ein richtiges Drecksteil bekommen, das schlechter ist als das, was ich habe. Nice. Ja gut, ich weiß es nicht. Aber der Bogen der Bogen ist jetzt gerade sehr geil gewesen. Hast du den auch bekommen, diesen Blitzbogen? Ja, ja. Den haben wir jetzt für die Mission hier bekommen, um jetzt halt die Helikopter, oder? Müssen wir die jetzt erledigen? 110 Damage, das ist schon lecker, schon mega. Okay, lass noch hier den Kampf zu Ende machen, oh Gott. Oder geht's halt direkt los? Ach du Schiete. Junge, wie viel Schaden der macht. Oh. Ja gut. Du kannst diese Helis einfach one-shotten. Yo, Alter. Okay, das ist zu krank. Digga, dein Mikro kackt schon wieder ab. Was ist da los? Hast du ein anderes irgendwie noch? So, jetzt gibt's richtig beschissenes Audio ganz kurz für euch, ihr Freunde. Denn mein Mikro scheint gerade irgendwie gar nicht mehr zu funktionieren. Ich würde die Folge an der Stelle jetzt erstmal. Jetzt müssen wir da unten hin. Ich muss die Folge jetzt erstmal hier beenden und dann mal gucken, ob ich das hier gefixt kriege, sonst können wir es nicht weiterspielen. Sorry jetzt für die Scheißqualität. Junge, ich erstmal, hoffe, wir können den Bogen behalten. Das ist ja wirklich krass. Erstmal muss ich leider sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde, und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.